Aber ich habe tatsächlich einen Auftrag für einen Spielplatz. Nee, hau ab mit der Scheiße. Ich habe gerade einen Spielplatz gebaut. Die Grotzke soll draußen im Wald spielen, ey. Wir haben von Hübenbäcker Einfamilienhaus noch. Einfamilienhaus, ja. Wie groß? 2 Stockwerke. Oh, da können wir bauen, du. So, Chef, oh, hier ist, es ist morgens um 7, du bist nicht auf dem Gelände, was bist du für ein Chef, du Pappkopf? Hör mal zu, ich bin hier gerade, pass auf, wir treffen uns, Scheiß, Mike, du holst mich ab, du Eierbirne. Wie abholen? Ja, ich stehe auf dem Filmgelände, hol mich ab. Manfred, du Blitzbirne. So. Was haben... Sie, wir haben einen Auftrag. Kannst du mir mal erzählen? Entschuldigung, ey, Chef, ich muss dich das jetzt fragen. Warum hast du Blaumann an? Du bist vom Bau und nicht aus der Werkstatt. Sag mal, das ist, den habe ich noch von meinem Opa geerbt. In Blau? Natürlich. Na gut, dann schmeißt man eine Diskette rein und dann ab auf den Bau hier. Können wir noch einen Kaffee holen vorher? Ja, mal gucken. Sag mal, hast du dir eigentlich das Bein gebrochen oder was? Das ist so durchgebogen, du. Ja, so ich habe da, weißt du doch, beim 93er Bauunfall. Habe ich mir ein Spreizgelenk gezogen. Du hast dir ein Spreizgelenk gezogen? Ja, richtig. Ja, und seitdem ist der Blinker kaputt, oder was? Als mir da die 5-6er Palette hier auf die Kniescheibe gefallen ist. Da bin ich da noch mit meinem katzenartigen Reflexen hier in die Baugrube gesprungen. Die 5-6er Palette, ich muss noch mal kurz gegenfragen. Die 5-6er Palette, ja? Ja. Okay. Also das Katzenfutter ist dir auf die Beine gefallen, ja? Na, die mit dem Schüttgut, genau. Ja. Du weißt auch hier von Eggermann und, ja, schöner Scheiß. Ja, geil. Sag mal, du hättest ja auch mal sagen können, dass das rot ist. Hä, wieso? Du musst, hast doch 2 Augen im Kopf oder was? Soll ich dir jetzt hier wegen der 5-6er Palette an und ich muss hier, weißt du? Soll ich dir noch einen Arsch abwischen, wenn du aufs Dixie gehst oder was? Ach, hör doch auf jetzt, ey. Wir fahren jetzt erstmal hier an die Rechtsangstelle. Ja, holst du Kippen mit oder was? Warte, bin ich hier der Läufer oder was? Du kannst erstmal 2 Bockies bestellen mit Senf. Du, hör mal, wundervoll, ich hätte jetzt 2 Bogger mit Senf, ein Brötchen, ein Korn, 2 Kaffee, die 3 Kästen Bier da hinten in der Ecke, 4 Tüten Chips, 3 belegte Brötchen mit Ei und Salami. Und dann können Sie das mal auf die Karte packen von dem Typen, der da vorne gerade angefahren ist, ja? Hast du? Ja, habe ich. Du, also hier ist sein Korn, ne? Jo. Also sie hatte, das Korn hat sie wohl so interpretiert, das ist halt ein Korn. Also nicht Getränkekorn, sondern Korn. Wie war denn Korn? Ja. Ja, aber die Bocki mit Senf, die hast du auch dabei, ne? Ja, ich hab nur 2 geholt, 2 für mich. Wie, 2 für dich? Ich wollte auch eine. Ja, dann musst du noch eine holen, du. Sag mal. Das muss ich alles selber machen, die Scheiße hier. Manni! Ja, wat? Kannst du mir noch mal bitte so eine Limonade mitbringen? Wir haben für den kleinen Sigi noch mal eine Fassbrause, ne? Ja, da geben sie ruhig. Ja, die auch, wenn die abgelaufen ist, die nehmen wir auch noch mit. Von den Hübenbäcker das Haus müssten wir satteldochen. Also, Dachbau. So, wir müssen das Material besorgen. Die Frage ist, wo liegt der Scheiß? Ja, du, ich bin nur Angestellter. Das, ich sitze. Warte kurz, wir müssen. Weißt du was? Natürlich, wir müssen auf den Bauhof fahren. Ja, na, wo willst du das denn sonst holen? Willst du von einer Baustelle einsammeln oder was? Sag mal, guck dir das doch mal an, Siggi. Guck mal. Was? Die haben nicht mal, der hat nicht mal Anstand, hier uns reinzulassen, du. Ey! Sag mal! Ja, dann fahr doch einfach rein, Mann! Was machst du denn da? Du wiegst 5 Tonnen mehr! Ey, das ist hier einfach das Gesetz des Stärkeren auf der Straße. Du hast mehr PS, also ruf da. Denn ich schieb ihn weg. Kick mal, also wir brauchen 2 Paletten Ziegel, 2 Paletten Holz und eine Palette Dampffolie. Was das auch immer für eine Scheiße ist, die werden wir verbauen. Du, Manni, willst du mir das nochmal aufmalen oder noch 10-mal sagen? Nö. Naja, siehst du, mach einen Schacht, ey. Mal, wie redest du denn mit mir? Naja, sag mal, bist du denn bescheuert oder was? Ich höre dir doch zu, Mann. Du brauchst doch nicht alles 5-mal wiederholen. Hast du schon irgendwie... Ja, da bin ich mir nicht so sicher da bei deinem... was du da auf den Ohren hast, ne? Ich höre dich schon. Keine Sorge. So, Schüttgut sagst du, ne? Nee, Holz! Betonkübel? Nee! Ziegel! Ja. 5-mal, ne? Nee, 2-mal! Ach so, ja, hab ich.
Guck mal, grüne Welle. Schön. Und dann hast du hier wieder so einen Sonntagsfahrer vor dir, weißt du? Hier da, guck mal, wie der rumschleicht da. Ja, du aber musst pass ja mal auf, ich zeig dir jetzt einen Trick hier mit dem LKW. Das ist, pass auf, jetzt. Zack! Ausgeschert! Rechtes Manöver! Zack! Und wieder da. Hast du gesehen? Oh, das ist rot. Oh, warte mal kurz. Ich hab Telefonat, du. Die Buchhaltung ist dran. Ja, ich park mal hier. Geh mal ran, ne? Jennifer, ich grüße. Ja, hallo. Chef hat ein paar Probleme mit Autofahren, das ist richtig, ja. Hm, ja. Ja, ja. Ja. Du, Chefe. Hm. Ich soll dir von Jennifer sagen, dass wenn du so weiterfährst, das sieht nicht gut aus auf dem Filmkonto, ne? Die soll die Steuererklärung von 2013 fertig machen, da sind wir ein bisschen im Verzug. Jennifer. Der Chef hat gesagt, du sollst mal die Papiere von 2009 bearbeiten. Cheffe! Ja. Jennifer, bist du denn so freundlich zu ihr in letzter Zeit, hä? Du, das Gehalt wird halt größer, ne? Also je freundlicher, desto mehr. Ach so. Ja. Weil mit der Buchhaltung sollte man keine Späße machen. Du, hör doch auf, ey. Ich weiß doch, wie du tickst, weißt du? Als ich noch so ein junger Hansel war, da habe ich auch jede dritte auf eine Bockwurst eingeladen, da am Kiosk. Und sonst so, wie war dein Wochenende? Das geht dir gar nichts an. Fahr jetzt auf der Baustelle. Bis 13 Uhr und wir haben hier noch nichts geschafft. Den ganzen Tag bist du nur am Rumrabbeln und rumstehen, Rotlichtverstöße einsammeln und du fährst gerade in der Stadt 70. Ja, wir haben es doch eilig, oder nicht? Oh, guck mal hier, Bonzenviertel. Guck mal, hier bauen die neu. Ist das dem Hübenbäcker sein Haus oder was? Warte mal. Warte, guck mal da. Sag mal, ist das der Harpe oder was? Ah ja, du, das ist tatsächlich. Harpe wollte Schlingel GmbH, heißt er, du. Du, deswegen ist er ausgestiegen aus den Baustoffprojekten hier. Der macht hier Neubauwohnungen, du. Sag so, wenn ich einlenken soll, ne? Ja, nun lenk ein! Kannst du auch noch was selber weiter einlenken? Weiß jetzt nicht, hier? Wie weit? Doch, weiter. Andersrum einlenken jetzt! Andersrum? Ja, weiter. Stopp, geradeaus ein Stück, nach vorne rechts. Nach vorne rechts? Ja, und jetzt gerade zurück. Schön, noch ein Stück, stopp! Jo. Ja, steht wie eine 1, das Ding, du. Könnte nicht gerade sein. So sehr freue ich mich, dich zu sehen. So sehr. Ja, warte, du kannst das auch hier oben abladen, ne, die Scheiße. Ja, will ich doch. Oh Gott. Sag mal. Was ist denn? Bist du wahnsinnig oder was? Ich sehe dich. Ich sehe doch. Ja, warte, hoch. Hoch ein Stück. Wo hoch? Hoch ein Stück. Wo hoch? Hoch. Hoch. Ja, hab ich. Ja. Jetzt, stopp. Warte, zu viel. Wieder andere Richtung. Warte, bleib auf der Höhe. Ja. Stopp. Ja. Jetzt leicht runter. Nach unten! Ja, du warte doch! Ja, jetzt! Ja, sehr gut! Hab ich! Ja, das perlt richtig. Oh, das ist aber, ey, guck dir den Scheiß mal an hier, das windig wie die Sau, ey! Ja, warte, du musst gegen schwenken! Pass doch auf, ja, mach ich doch! Ja, du antworten sie doch! Ah, ja, jetzt, ja. Ja, Manfred Meckermann hier am Oberrohr, ne? Hier auf der Baustelle vom Hübenmecker. Wir bräuchten noch einen größeren Kran. Ja, so einen Schnelleinsatzkran. Können wir den euch, habt ihr da, ne? Hm. Ja. Dann nehmen wir den wohl. Was kostet der Spaß? Was für den Tag 1900 selber? Habt ihr nicht alle Latschen an der Wand oder was? Ey, du bist Großgrundbesitzer. Hau mal auf die Kacke. Hol mal einen richtig großen Apparat. Ja, ja, nehmen wir. Ja, dann kommt dann. Ja, hm. Ja, mieten. Nee, ja, klar, mieten. Kaufen wollte ich den nicht, du Affe. Vielleicht mal später, du. Ja. Gut. Danke dir. Schöner Schwung, du. Oh, du, das geht aber 1A. Guck dir das mal an, du. Ja, ja. Du. Oder das ist ja wieder auf dem Karussellplatz, du. Plappaloma. Oh, einmal muss man frei muss das sein. Vorbei sein. Oh, so, warte. Jetzt hoch mit dem. Ja, komm, warte.
Ja, warte, runter, leicht, leicht, Vorsicht, frontal, ja, das perfekt. Rein. So, da sind die Dachisolierungen für die Dachspastiker da. Du, das wird jetzt aber auch schon spät, ne? Du, es ist 8:30. Es ist Feierabend. Feierabend jetzt hier, du. Wie Feierabend? Das muss fertig werden, nee. Weißt du, Nachtschicht. Guck mal, es ist 22 Uhr. Wir sind hier nicht bei dem Bröselt. Manfred, in 2022 arbeitet kein Mensch mehr nach 16 Uhr. Hast du schon mal was von der Vier-Tage-Woche gehört? Dass der wollte eine Nachtmauer haben. Was für eine Nachtmauer? Eine Nachtmauer. Ja, dann mach das. Eine originale Nachtmauer. Ey, dann mach das. Zack. Hier nimmst du die Kelle. Machst du hier. Zack. Fertig. Nachtmauer. Wo ist das Problem, oder was? Was ist denn mit dir? Hast du es verlernt, oder was? Guck mal hier. Zweite Nachtmauer. Ja, wird gesetzt. Ja, nee, mit dem Giebel. Nee, zack. Schön. Siehst du. Schön. Und du? Ich bin nämlich... Ja, dann krieg ich den, weißt du? Nee, weißt du was? Jetzt hör mir mal zu. Ich bin nämlich dunkel... Willkommen den Nachtzuschlag. Du nicht. Nee, jetzt hör mir mal zu. Ich bin nämlich dunkel... Ich bin Dunkelchef. Abends hab ich das Sagen. Das hättest du wohl gerne. Nee, ja, ist so. Oh, ich lass das erstmal Du kommst doch da nicht raus mit dem LKW, du Blödmann. Warte, ich räum das da rüber. Manfred! Die hängen die Ziegel, Manfred! Manni! Siggi, ist alles in Ordnung bei dir? Ja! Sehr gut. Ich lass das mal hier los. Ja, bitte. Hoch? Runter? Ja, wie hoch denn? Jetzt? Hoch? Ja, hoch. Okay, wie hoch? Na, höher. Und dann nach links, rüber. Du nach links, was ist mit dir? Hast du Links-Rechts-Schwäche oder was? Da, wo der Daumen rechts ist, rüber den aber. Warte! Mann, du sollst das Ding nicht verschieben, du sollst das nach links machen. Ja, warte. Du, leg hin, na, passt auf wie. Ja, Mann. Da siehst du Ass rein, du. Ja, läuft. So, mach mal, kurz, mach mal kurz die Augen zu. Ja, ich mach zu. Gut. Doch, kannst wieder aufmachen. Ich hab gezaubert. Ja, das sieht gut aus. Nee, mach mal nochmal die Augen zu. Ja, ich mach nochmal zu. Gut. Nö, nee, ja, so, den Rest habe ich auch drauf gemacht. Also Zauberhand. Okay, du, wir müssen die Dachziegel jetzt oben raufkriegen, ne? Ja, dann mach das doch mal. Vor! Stopp, runter! Wohin? Ist windig. Rund! Alter, was weißt du denn von runter nicht? Na, du leg ab da. Ja, oh, geh doch. Da siehst du. Oh, ist das. Warte, komm! Ja. Hoch, was mein ey! Runter! Stopp! Hinlegen! Oh ja, okay, du. Sieht Ass, aus. Ass rein! Ass rein! Schönes Ding, du! Oh, warte mal, hier ist der. Richtig, Diggi. Oder hier ist der Vorbeuer. Ja, nee, ja. Fährt du. Ja, ja, schönen guten Tag, ne? Also schönen guten Abend. Megaman, Siggi, Lentes, Fusch. Tief, hoch, tief, hoch, hoch, bau. Ja, ich hoffe, Sie sind zufrieden hier, ne? Also ich meine, anscheinend schon. Hey Chef, es ist 4 Uhr morgens, ne? Ist 4 Uhr morgens, du. Morgen ist aber Anpfiff um 12, Alter. Siggi, aber guck doch mal. Guck mal, was für eine schöne, was für ein schönes Einfamilienhaus hier, ne? Guck mal hier mit Brunnen, mit Hecke. Da hinten ist nochmal Hammer geil, da kannst du auch nochmal hin. Oder ich fahr da hinten auch nochmal rauf. Ne, ja, mach mal. Oh, hier ist aber eine Wand. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Kannst ja an der Leine. Oh Gott, das ist. Manni! Was denn? Da! Oh, oh. Manni! Mensch, du! Deswegen, wo kommt der denn her? Deswegen sollst du doch nicht so lange arbeiten, Mann. Ach so, den hab ich nicht gesehen. Der war so getarnt.